Ah ja, wir haben noch die ganzen Dings hier. Oh, das ist schön. Kannst du mal aufpflücken? Ja, ich pflück mal alles, weil ich glaube, das wächst schneller, wenn es regnet. Das heißt, ja. Hast du gerade noch Beer as Seeds? Einen. Leider. Ich habe 16. Hier, nimm mal die Karotte. Danke. Und ich kann sie nicht fallen lassen. Kannst du mal wegstehen von mir? Du stehst mir ein bisschen viel im Weg, mein Freund. Achtung, Biene. Ja, ich habe die Biene schon gesehen. Ist ja gut. Oh, schöne Musik. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Ja, warum schlägst du die Biene auf? Ich weiß, die Biene hat Freunde. Es hört einfach nicht mehr auf zu regnen. Wahnsinn! Wo sind eigentlich all unsere Fallen hin? Habe ich die irgendwo hingebaut? Oh, die gute Musik. Die baut gleich wieder auf. Es regnet und es ist kalt, doch die Musik ist gut. Sie ist wieder weg. Hey, dieser Regen, hallo! Lieber Himmel, es ist gut. Wir haben es verstanden. Der Regen macht mich fertig. Ja. Ab wann können die einen angreifen? 15. 15? 15. Ich dachte schon eher. Nee. Es sei denn, der andere ist auch verrückt. Oh Gott. Ich bin sehr tief. Tief in der Scheiße. Es geht schneller runter, das ist nicht gut. Das Holz brennt nicht so gut. Ich bin doch gar nicht so nass, dass ich so durchdrehen würde. Das. Oh Gott. Da greif ich noch. Wie sieht es mit deinem Umbrella aus? Der ist jetzt am Ball flöte. Ich kann noch eine machen. Es soll aufhören zu regnen. Ja, ich sag's doch, das wächst extrem schnell da unten. Ja. Siehst du's? Was? Scheiße, bin ich wieder bei... Was bist du? Ich bin wieder bei 20. Schon überhaupt nicht. Ja, ich bin mal 34. Ich schau mal, ob sich irgendwo noch Pflanzen sammeln lassen. Ich habe drei. Drei hast du noch? Oh, jetzt bin ich verrückt. Wow, ich habe drei wegbekommen direkt. Nonstop 1. Ich. In 5 ist der guten Takt. Und probier das Glomer-Zeugs aus. Nein, so lange geht's noch. Ich bin unter 30. So, Blumen war jetzt echt nicht schlecht, muss ich das auch zugeben. Blümchen! Willst du das Glomer-Zeugs nicht ausprobieren? Ich will das noch nicht. Na hallo. Blümchen! Oh yes. Das Blümchen. Es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Halleluja. Blümchen! Das hätten wir nicht mehr lange überstanden, wenn es weiter geregnet hätte. Nee.
wird es nicht. Okay, es hat ein Baguette hier. Gut, ich bin bei 38. Ich merke gerade, dass ich verfolgt werde. Ja, 16. Ich brauche noch Beeren. Was für ein Tor? Jetzt bin ich die Blöcke, der passt doch nicht. Ist ja gut, Compadre! Oh Gott, Chester! Du Sack, warum bist du mir auf dem Weg? Oh Gott, aus dem Feuer? Ja, ich mach gerade. Ein riesengroßes Feuer. Das sieht man auch noch auf der anderen Seite vom Planeten. Und die kommen nämlich jetzt retten. Hände, ne? Wow, 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 wow. Oh, ich bin Glück. Gott sei Dank. Feuer, 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 Feuer. Alles nass, was für ein Scheiß. Scheiße, Mann. Wasch mich doch nicht. Hast du noch irgendwas, damit ich nicht verrückt bin? Hast du mir Holz? Nein, nein, doch Holz oder Stein. Drei Stein. Ja. Nein, es geht gar nicht. Scheiße, ich nicht können. Mach nicht, so, mach nicht. Ich wollte eigentlich Candies für dich machen, aber es ging nicht. Egal, ich greif deine Rasse an, greif an. Achtung. Ich weiß. Wenn ich ihn töte, dann gib mir das. Cool, noch knapp. So, jetzt bin ich nicht mehr nass, Gott sei Dank. Ja, ich bin auch nicht mehr nass. Oh, ich dachte, der Winter ist schlimm. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Ja, diese Hand. Gut. Ich hack sie die irgendwann ab, Mann, Junge. Boah, ich will dir nicht im Weg stehen. Gut. Oh, ich bin auch verrückt. Fuck yeah. Alter, diese Hand. So, jetzt wird es langsam endlich. Jetzt werde ich ganz nicht mehr so schlimm verrückt. Ja. Ich gehe mal ganz kurz. Oh nee, wieder die aggressiven Bienen. Lass mich den bitten. Ja, 40 jetzt, gut. Back in business. Back in business. Wir brauchen jetzt definitiv eine Statue von mir. Gute Idee, was die Bienen dort machen, nein. Ich meine einfach, weil ich schön bin. Ich bin definitiv eine Statue, die uns beiden gut tut hier. Okay, gut. Wir haben es, glaube ich, jetzt so ein bisschen überstanden. Ja, der Regen ist weg. Das ist mal das Wichtigste. Und es ist sicherlich nicht mehr verrückt am Tag. Muss ich irgendwie eine... Ach, ich kann einen Blumenhut machen. Nein! Er greift Chester an! Was, die Biene? Töte die Biene. Oh, nicht. Sie kommen. Ich weiß. Ja. Wir hatten doch das Thema, dass wenn man Pflanzen und Büsche von einem Ort zum anderen bringt. Ah ja, ich sehe es. Entschuldigung, tut mir leid. Ich dachte, das wäre so. Tut mir sorry. Tut mir sorry. Komm schon. Wow, warum brauchst du? Diese Biene! Ich muss die Mauer erweitern. Wie viel Honig brauchst du? Ja, nicht? Eigentlich drei Stück nicht. Einfach. Aha, was habe ich? Zwei Stück. Ja. Willst du mich verarschen?
hier. Lasst Chester in Ruhe. Ich habe auch Honig. 3 Stück. So, jetzt gleich mit das komische Viech drehen. Das ist mehr gut. Dann kommen wir in diesem Fleisch. Was mir nicht in den Schädel reingeht, warum die Bienen nur aggressiv sind. Ich glaube nur weil gerade der Winter weg ist und sie sich schützen müssen. Das angeht, glaube ich. Möglich. Zurück. Das Fleisch abholen. Hast du noch Samen? Samanamana, was? 2, 1. Samanamanama. Mit dem kann ich nicht viel anfangen, mit Samanamanama. Du kannst einen dem Vogel geben. Weiß ich. Ah, ich hab noch einen Vogel hier. So, ich hab so ganz spezielle Soggy Durian Seeds. Das sind diese gestachelten Pflanzen. Die kann man roh nicht essen, aber geben in der... Oh, die Lebenspunkte gehen runter. Ja, ich habe auch noch 21. Dann isst du hier auf dem Boden. Ich schau mal ganz kurz, ob ich auch mit 2 was machen kann, wenn ich es mit einer Beere und einer Karotte mache. Wir werden sehen. Dann brauchen wir... Ein bisschen Französisch. Oh, Dinge. Mule ja, die Süßigkeiten nehmen aber Leben weg. Ja, weiß ich. Aber das spielt keine Rolle, weil wenn du... Die Lebenspunkte, die kriegst du immer wieder ein bisschen zurück. Ja, du hast ein 30, nicht mal so viel. Alors, très bon. Ich gebe dir noch Bieren. Du kannst auch noch zum Kochen brauchen. Beeren. Das ist nicht das, was ich wollte. Also die Beeren schon, aber... Ja, die Pflanzen, die gehen jetzt dann gleich ein, und zwar alle. Eben aus diesem Grund bin ich nicht so Freund davon, die Beeren von einem Ort zum anderen zu bringen, sondern einfach in der Umgebung möglichst lange sein zu lassen, weil das müssen wir jetzt nachdüngen. Macht er da draußen? Komisch. Hast du Feuermöglichkeit? Nein. Du? Jein. Mit. Nicht so wie ich sollte. Hast du noch einen Stick? Nee, hab ich halt eine Axt. Okay. Ja, wir haben bald ein Problem. Wieder mal. Schön. Vom einen Ort immer zum anderen. Ich lasse den mal hier wieder wachsen. Ist immer alles noch nass. Die Sonne ist nicht so gut hier wie der Regen. Der Regen ist stärker. Dieser Sack. Ja, ich bin gestört. Hurra. Er greift mich jetzt an. Hurra. Ich mach mal kurz groß Feuer. Komm, zeig dich. Greif mich an. Zeig deine Zähne. Uah. Ich konnte nicht angreifen. Ich musste mir an den Kopf fassen. Komm her. Scheiße! Was ist? Scheiße! Nein! Versch mich doch! Ey, das gibt's! Ganz locker bleiben. Kriegen wir schon hin. Dann gehe ich Blumen sammeln, dann finde ich so eine Spur. Dann sammle ich die Spur, mache ich mir eine Axt, fäll den Baum, wird Nacht, hab den Baum gefällt. Mein Inventar ist voll, kann das Holz nicht aufnehmen. Ich sterbe, weil ich kein Feuer machen kann. Leckt mich am Arsch. So, alles wieder gut. Gut. Ich habe immer noch Krieg. Ich führe immer noch Krieg. Du hast so wenig Leben. Weißt du, es ist so super. Das Spiel macht so unglaublich Spaß. Ja, ist momentan gerade eine scheiß Situation. Du bist wegen mir gedrückt.
Entschuldige. Nee, gut. Wir müssen nicht extra nach zu mir ran. Was haben sie die andere Ebene? Du, die Hand. Ich mache nicht mehr. Die Hand. Wow, du portest dich an den gleichen Punkt wieder. Fuck, Vieh, Mann. Genau das meine ich. Sicher nicht. Lächerlich. Ich bin wieder bei 30, aber ich falle wieder. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo du dich retten und heilen kannst. Dachte ich. Ich glaube, das ist schon weg. Dachte ich. Obwohl, ich gehe mal, du kannst doch nicht beide Schuhe gebraucht haben. Nein, ich glaube nicht. Also ich gehe mal da drin. Oder kann ich da irgendwie so ein Heilteil bauen? Ah, Mann. Jetzt, und es beginnt wieder zu regnen. Oh. Alter Schwede. Leck mich fett. Haben wir nicht noch ein Amulett oder so? Oder hast du das alles schon gebraucht? Ja. Kann ich ein Amulett bauen? Nein, leider nicht. Dafür brauchen wir leider eine Science Mission und zwar die letzte. Ich esse jetzt das Glommers-Zeugs. Ja, versuch's, aber pass auf, was gibt's? Verstand 0, Nahrung und. Ja. Nahrung und Hunger. Geht hoch. Alles, voll. Nein, einfach hoch. Ja. Viel? Nicht ganz, nicht wirklich. Es lohnt sich eigentlich nicht. Schade. Halleluja. Wie haben wir? Es ist so lächerlich, dass es schon wieder regnet. In keiner Welt regnet so häufig nacheinander. Wenn es jetzt wieder 2 Tage lang regnet, dann ist der Urlaub vorbei. Dann reisen wir ab und fahren nach Hause. Habe ich die Schnauze voll. Immerhin gute Musik. Aber Spiel, hast du das Gefühl, das baut mich jetzt auf? Stimmt. Okay. Ach, Menno. Ich brauche einen Regenschirm. Sonst sterbe ich hier. I'm coming home. Also, jetzt Regenschirm. Wo baue ich einen Regenschirm? Seil. Seil. Und dann will ich einen aus Spinnennetz bauen. Okay. Und warum Chester eigentlich hier unten? Oh, ich habe das nicht. Seil. Seil und Piggy Arsch. So, hier. Und dann brauchst du, um das zu bauen, noch 3 Stecken. Was? Hast du Stecken? Da hast du, da alles was du brauchst, das liegt da. Nur ein bisschen Stecken, ist gut. Alles was du brauchst, hier, ich, zu mir, ich jetzt, mein Zeug. Los! Nein! Ist mein Zeug. Dann halt nicht. Und warum ist Chester so weit weg von der Basis? Mein lieber Hund. Weißt du was? Lauf mir mal nach. Komm. Ja, braver Tüle. Gut. Das ist ein Regenschirm übrigens, den ich jetzt gebaut habe. So baut man einen Regenschirm. Kannst du noch einen machen? Ich habe extra die Materialien hingelegt für dich. Gut, danke. Dass du auch noch ein bisschen Verstand kriegst. Nochmal. Weißt du, was das größte Problem ist? Der Regen zerstört. Jetzt lass Chester mal da stehen. Was machst du? Warum hast du die mitgenommen?
Die habe ich schon die ganze Zeit mitgenommen. Ah, da sind die hin vom Teich. Die hast du bei dir. Mein lieber Freund, was fluchst du jetzt wieder?